Ja, hallo und herzlich willkommen zu YouTubers Live. Ja, ich wollte mal was Neues auf dem Kanal machen und habe mir deswegen gedacht, wir spielen YouTubers Live. Mal gucken, wie gut das läuft. Es ist ein Early Access Spiel, was jetzt, glaube ich, einen Monat oder so draußen ist. Ist auch sehr gehypt worden auf YouTube. Ich glaube, der Hype ist jetzt wieder ein bisschen vorbei, also können wir das jetzt auch machen. Ich habe es schon mal privat, weiß nicht, 7 oder 8 Stunden gespielt. Fand es sehr cool und jetzt spielen wir es einfach mal zusammen. Ich klicke mal aufs Spiel. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. Schön, und bei jeder Ladezeit wurde gerade gecuttet, alles klar. Ja, gucken wir mal. Wir erstellen uns mal. Das wäre natürlich für Twitch besser. Aber das Spiel geht ja im YouTube, also lassen wir es auf einem männlichen Charakter. Weiß gar nicht, wie wir den jetzt so gestalten. Ja, weiß nicht. Lass mal so. Machen wir es mal so. Oh Gott, das sieht gar nicht aus. Das sieht gut aus. ja, ist alles wie gesagt noch Early Access. Da geht wahrscheinlich später noch wesentlich mehr. Aber dann nehmen wir das mal so. Ja, es ist eigentlich langweilig. Kann man sowieso alles später auch noch ändern. Daher, ich würde sagen, machen wir das mal so. Mal hier sowas. Bisschen locker. Ne, so ein bisschen wie YouTube Deutschland halt meistens gerade ist. Ah. Schick. So, das lassen wir so. Alles klar. So, jetzt können wir den Charakter bestimmen. Wir haben Superstar. Du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Okay. Hab hier, deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und weißt, wie man mit Videos Geld macht. Gruselig. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und gesellig natürlich, nicht gruselig. Haha. und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Genie, dich kümmert es nicht, was andere denken zu lernen, neue Dinge zu erlernen und neue Dinge zu erlernen. Macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für dein Studium. Partytier, gibt es was Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben ohne Sorgen, also habe eine tolle Zeit. Oder romantisch, dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst es nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Da wir so ein bisschen, gehen wir auf YouTube Deutschland ein, nehmen wir Superstar, weil das ist eigentlich das Einzige. Für viele auch vielleicht noch Habgier. Dann machen wir mal das. Aktuell gibt es nur den Gaming-Kanal, daher wir werden mit Sicherheit, wir fangen jetzt erstmal mit einem Gaming-Channel an. Wir werden später, es kommt im nächsten Update Musik, dann werden wir nochmal einen neuen machen. Aber jetzt in der Staffel 1, so werde ich es dann wahrscheinlich handhaben, machen wir erstmal einen Gaming-Channel. Der Name, mein Name ScorpionLPDE, passt eigentlich nicht. Ja, was könnte man da als gutes Beispiel nehmen? Unser Name ist Grunz und der Kanalname ist Deutsche Let's Spiele.
Dann haben wir vielleicht so kleine, zwei, drei kleine Anspielungen drin, die reichen. Und das sind noch YouTuber, die ich ganz gut finde. So, jetzt gibt's wahrscheinlich wieder... Nein, kein Cut, alles klar. In diesem Raum begann ich mit meiner ersten Videoaufnahme. Ich war gerade mit meiner Mutti hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an. Wirf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. Okay. Du kannst deine Maus und deine Tastatur verwenden, um die Kamera zu steuern. So, wir machen das mal gerade. So, haben wir alles gemacht. In diesen Tagen hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in diesem Regal hatte. Geh zu dem blinkenden Regal. Wähle ein Videospiel und die Art der Aufnahme aus. So, wir haben derzeit nur Empire Planet 2. Das ist im Dezember 07 erschienen. Nicht mehr so besonders gut, aber gut. Wir klicken hier drauf. Wir können derzeit Gameplay machen. Später gibt es dann noch Preview, Review, Walkthrough, Duel. Das sind Let's Play Togethers. Und Speedruns. Wir machen Gameplay. Video starten. In dieser Phase musst du die Webcam und das Mikrofon konfigurieren, sofern du während der Videoaufnahmen eines verwendest. Dein Arbeitsplatz verfügt über eine begrenzte Menge an Renderpunkten, basierend auf den verbauten Komponenten. Die meisten erweiterten Einstellungen werden die Qualität deines Videos verbessern und verbrauchen diese Renderpunkte. Okay, Videoauflösung haben wir nur niedrig im Moment. Wir haben auch nur einen Arbeitsplatz. Mikrofon haben wir keinen Filter. Ausrichtung Mono-Ausgabe und weiter. Ja, man muss ja so ein bisschen clickbaitige Titel machen, also irgendwie mein krassestes Erlebnis. So, weiter. In dieser Phase stehen dir verschiedene Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unter jedem Videoclip angezeigt wird. Ja, da wird gar nichts angezeigt. Wie wäre es denn mit einem feierlichen Schrei? Das passte sogar. Und 2 Punkte haben wir noch. Unlustiger Kommentar. Und das war's dann auch schon für unser erstes Video. So, erstelle ein Video, in dem du die Videoclips in die Bearbeitungsspur ziehst und versuche sie anzupassen, so gut wie möglich. Du kannst auch Effekte hinzufügen unter der Berücksichtigung der Renderpunkte deines Arbeitsplatzes. Schließlich klickst du dann auf Rendern. Ja, man sollte halt jetzt gucken, dass diese Flex hier zusammenpassen. Wir machen das mal so rum. Und dann haben wir hier drunter so Karten. Und da haben wir was. Das war's eigentlich auch. Dann rendern wir das mal so weg. Interesse ist relativ hoch. Ja. Passt eigentlich, genau. Wir haben jetzt hier so Punkte, die werden gesammelt. Wir haben Interesse, was hochgehalten wird. Ich muss übrigens dann gleich mal kontrollieren, ob ihr den Mauscursor seht oder ob ich den jetzt nicht mit erfasse. Das wäre dann in der nächsten Folge in Ordnung. Und wir haben hier auf der rechten Seite verdiente Erfahrung, die wir da haben. Und ich würde sagen, dies ist deine erhaltene Erfahrung und Wertung für dieses Spiel, die du für deine Fähigkeiten erhalten hast. Je nach Ergebnis musst du entscheiden, ob du das Video hochladen willst oder nicht. Aber da dies dein erstes Video ist, lass es uns hochladen. Genau. Das machen wir auch. Ich bin immer über die Zeit, die man fürs Hochladen eines Videos braucht, verärgert. Aber ich sage es dir, die Aufrufe, die Abonnentenzahl und das einfließende Geld zu beobachten ist großartig. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen zu sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Ich musste jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen. Wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung. Aber wenn ich durchgefallen war, hatte mich meine Mutter bestraft. Um in die Schule zu gehen, muss ich einfach nur aus der Tür hinausgehen. Machst du jetzt mal in der Zeit, wo wir rendern. Das werden wir auch die erste Zeit immer so handhaben. So, ja, das ging jetzt schnell. Und wir haben unser erstes Video oben und können uns jetzt auf die Kommentare konzentrieren. Yeah! Ich kann immer überprüfen, ob ich für einen Test bereit bin, indem ich auf den Kalender an mein Handy schaue. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich einkaufen oder überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, Dinge zu bekommen. Haha. Wenn den PC zum Einkaufen. Okay, eigentlich wollte ich was anderes machen, aber gut.
Wir sehen auf jeden Fall, das Video ist hochgeladen und hier geht jetzt langsam die Viewzahl hoch und die Abozahl. Sonst wurden allerdings nur 3 Läden verfügbar, die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Ich konnte einen von diesen Läden besuchen oder auf ein Kreuz klicken, um den Einkauf zu beenden. Ja, wir wollen jetzt noch nichts kaufen. Ich war bereits mit den Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut. Mir war bewusst, dass der Anfang schwer sein würde, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand konnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Okay. So, und hier sehen wir jetzt das Gesamte. Hier hatten wir noch die Kommentare. Oh mein Gott, was für ein schlechtes Video von der Loda. Danke. Wundervoll abgefahren, das macht mich emotional. Yay. Empire Planet 2 Gameplay Videos sind jetzt wirklich interessant. Gut gemacht. Ich habe auf dein erstes Dell PC Video gewartet. Ich liebe dieses Video. Mach weiter so. Alles klar. So, man sieht jetzt schon, es geht schon so ein bisschen los. Gleichgültig. Ja klar, wir sind ja relativ frisch dabei. Das hier müssen wir mal annehmen. Das sind nämlich extra Punkte, die wir hier oben dazu bekommen. Wie gesagt, ob man die Maus sieht, muss ich gleich mal kontrollieren. Prüfungsdatum ist der 31. Januar. Ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Video zu Empire Planet. Ist eh gerade das einzige Spiel, was wir haben, auch wenn die Leute das nicht so gerne gucken. Machen wir einfach noch ein zweites und das ist dann... mein Gott, ist das gerade echt passiert? Das ist auch so ein typischer Clickbait-Titel, würde ich sagen. Machen wir noch ein zweites Video hinterher. Okay. So, und als zweites... Sarkastisch. Ja, perfekt, passt. Und dann bauen wir hier das wieder zusammen. Passt jetzt am Anfang meistens alles nicht so gut, aber das kommt dann noch. Das packen wir rein. 8 Stunden. Fertig. So. Das laden wir natürlich auch hoch und gehen wir nochmal was lernen. Ich gehe gleich in der nächsten Folge, wenn ich weiß, dass man den Cursor sieht, auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr auf diese Mechaniken ein, die wir dort haben bei den Videoproduktionen. Dass ihr das für diejenigen, die das vielleicht nicht so gut wissen, nochmal besser verstehen. Wir gehen nochmal lernen. Da kriegen wir übrigens ein bisschen Geld für. Auch wenn es nicht viel ist, gehen wir nochmal lernen. Dann haben wir das Video hochgeladen. So. Meine Oma macht ja bessere Videos als du, danke. Haha, wenn diese Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Schlechte Nachbearbeitung. Manchmal reicht ein gutes Skript, um ein Video zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, dass du von Empire Planet 2 Gameplay-Videos machen wirst. Und ich habe auf dein erstes Dull-PC-Video gewartet. So, damit haben wir das zweite Video auch schon draußen. Wie das Ganze dann weitergeht und genau funktioniert, erkläre ich dann beim nächsten Mal. Ich denke, so als Einführung reicht das für heute. Ein etwas kürzeres Video ausnahmsweise, wie gesagt, dann kann ich die Settings kontrollieren. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei YouTubers Live. Bis dahin, tschüss!